Willkommen, seid mir gegrüßt, meine Freunde. Willkommen bei Animal Crossing New Horizons. Ja, es ist schon, wie ihr seht, 10:30 Uhr abends am 18. April, Samstag. Und jo, ich habe heute richtig Anglerglück. Aber zuerst mal eine andere Sache, und zwar ist er hier wieder aufgetaucht. Er ist das zweite Mal. Ja gut, ich spiele selten spät nachts, deshalb. Und das ist nämlich der Geist Buhu. Und er sieht eigentlich ganz anders aus, aber ich habe die Seele schon gefunden. Die Fragmente seiner Seele. Es ist vollbracht. Du hast alle Fragmente meiner Seele gefunden. Also dann gib sie mir schnell. Bitte sehr. Ja, nö, kann man auch. Nee. Natürlich sagt man ja. Perfekt. Das sind alle 5 Fragmente. Eigentlich sieht er so aus, und immer, wenn man ihn anspricht, dann teilt er sich ja diese 5 Fragmente auf. Tada! Ah, endlich! Wieder vollständig. Buhu, ein Glück. Vielen Dank, ich fühle mich großartig. Oh, ach ja, deine Belohnung. Was kann ich dir geben? Ich denke, was? Ich kann dir was geben, was du noch nicht hast, oder was Teures? Was hättest du gern? Was Teures. Mir egal, anziehen ist sowieso. Gut, in Ordnung. Also, etwas, das ein klein wenig hochpreisiger ist. Aber jetzt sagt er gleich, er weiß, hat keine Ahnung, was die Dinge wirklich kosten. Beim letzten Mal war das auch so. Also ich weiß nicht, ob das hier wirklich viel wert ist, aber hier, bitte sehr, ich gebe dir einen Fantasiepulli. Mach's gut, bis dann. Ja, der ist so ein bisschen ganz komisch. Ja, hier ist schon wieder Unkraut, ey. Hier hinter ist noch so eine kleine Reihe lang, da war auch viel Unkraut. Da habe ich auch erstmal alles weggemacht. Ja, wie gesagt, das Anglerglück ist mir heute ein bisschen hold, wie es aussieht. Ich habe schon wieder mit einigen neue Fische gefangen. Ja, der da gehört wahrscheinlich nicht dazu. Hier oben gibt es noch einen extrem seltenen Fisch, den ich auch noch gerne hätte, aber zurzeit ist gerade meine Angel kaputt. Ja, leider ist mir die Aufnahme mal wieder abgekackt. Und daher habt ihr ein bisschen was verpasst. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal gehen wir. Hier ist die Buch kaputt. Und zwar, meine Freunde, habe ich versucht, diesen Vogelspinnentrick zu machen. Wackelkescher weitermachen. Also die Vogelspinneninsel selber zu erstellen. Ich bin vorhin mal einfach so auf eine Insel gefahren. Das war zufällig die Bambusinsel, und ich habe da alles halt. Ach ne, jetzt hat ein Kescher hergestellt. Oh, ich bin noch ein Depp. Ich wollte doch keinen Kescher. Oh Mann. Habe ich jetzt noch genug für die Angel? Leider nein. Ihr seht, regnet ziemlich stark, was uns begünstigt hat, in unseren Bestreben die Fischliste voll zu kriegen. Ach komm, nicht mehr von Stöcke hier, ich brauche Stöcke. Hier schon wieder so ein Mistvieh. Ja, ich habe ein neues Haus platziert. Was ist denn das? Also Schnecke, also die war bloß eingezogen, deswegen. Okay, dann war eine Schnecke, die war bloß in ihrem Häuschen eingezogen, deswegen sah das so komisch aus. Abend, Moment. Moment, ich spende mir Stein und hier sind 80.000 Sterne. Ich will nur noch die Suche von 80.000 Sterne. Ja, ja, ja.
Ja, ja, ich habe 82, wie ihr seht. Also werde ich das mal voll machen, dass ich morgen fertig. Wie gesagt, ich war gestern, ich habe den Vogelinsel-Spinnentrick da versucht, aber ich weiß nicht, ob Nintendo das gefixt hat, diese Geschichte. Ich habe da hinten, oder ob das damit zusammenhängt, dass jetzt sein Charakter gerade war. Ja, ist jetzt schwer zu sagen, ist der jetzt über Land oder ist der nicht über Land? Aber hier hinten dürfte er über Land sein, also machen wir das mal hier. Und da sind sie was keiner erschienen. Ich habe lange Zeit da immer wieder Insekten gefangen. Ich habe mehrere Kescher aufgebraucht, aber es ist nicht eine einzige erschienen. Also kann es sein, dass das gepatcht wurde irgendwie in irgendeiner Art und Weise. Und ja, ihr seht, habe ich Schnappschildkröten gefangen, zwei Stück, weil jetzt halt Regen und Nacht ist, kommen die Dinger. Bei Regen kommen halt öfter mal seltenere Fische und ich habe einen Saibling gefangen, jawohl. Zwei neue Fische für unsere Liste. Wir können ja mal kurz gucken. So, jetzt steht ja nicht, wie viel wir schon haben, ne? Ja, wieder zwei neue hier. Saibling, der kommt zum Beispiel von 3, 4 Uhr nachmittags bis 9 Uhr vormittags, März bis Juni und dann ab September bis November wieder. Die Schildkröte hier kommt ab 21 Uhr, 18, 19, 20, ab 21 Uhr bis um 4 Uhr früh, April bis Oktober. Ja, wie gesagt, die nachtaktiven Geschöpfe, da fehlen mir sicher noch die einen oder anderen, weil, wie gesagt, ja, ich habe selten Gelegenheit, nachts zu spielen. Also gut, die könnten natürlich die Zeit umändern. Also hier haben wir 39, also es fehlt noch einer. Einer fehlt uns noch, bis wir die Hälfte hätten. Und hier noch 6 Stück. Also ich denke mal, sind wir gar nicht so schlecht dabei. So, jetzt werden wir hier mal gucken, was herstellen. Und ich habe einen wirklich sehr, sehr seltenen Fisch gefangen. Der ist, glaube ich, auch der mit Abstand wertvollste Fisch. Ja. Der ist mit Abstand der wertvollste Fisch, den man überhaupt fangen kann. Das zeige ich euch gleich. Aber leider habe ich den schon abgegeben. In dem Part, der leider abgekackt ist. Ich habe das leider erst viel zu spät gemerkt. Schade. Wachtelangel. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Die Geschichte mit diesen, dass diese... Nein, Mensch. Dass diese Objekte alle nicht immer zu verbrauchen, naja, ist schade, aber ist halt wie das. Ja, Nuck hat jetzt zu, aber eigentlich will ich die Kiste nicht benutzen, ich mach das jetzt mal. Karausche, Bachschmerle, Karausche, Bachschmerle, Bachschmerle. Ach, ich habe auch noch einen Koi gefangen, Bachschmerle und eine Grundel. Hier, das Unkraut kannst du mir noch mitnehmen, so. Ah, nee, das andere behalten wir. Ja, ich habe, ihr seht, auch schon wieder ein bisschen was an Müll gefangen. Hier ist unsere Silvia. Ah, die Schneiderei hat auch geschlossen, die war auch zu. Ich mache sogar schon um 21 Uhr zu, okay. Schade, konnten wir heute nicht mit ihr sprechen. Naja, egal.
Oh, aha, sieht man, da ist ein kleiner Fisch drin. Könnte auch noch was sein. Hier im Teich fehlt mir nur ein winziger Fisch. Warum drehen die Scheißfische sich immer, sobald ich die Angel werfe, drehen sich die Fische um. Na? Der ist so weit weg. Oh, das ist zum Kotzen. Ah. Ah. Jetzt. Ah, schade, es ist nur ein Goldfisch. Es ist nur ein Goldfisch. Aber warte mal, den behalte ich mal. Den können wir vielleicht verschenken oder so. Zum Beispiel vielleicht an sie. Mal gucken. Mal sehen, ob sie jetzt Geschenke annimmt. Ich weiß natürlich nicht, ob sie jetzt ein Geschenk annimmt. Ich weiß gar nicht, ob ich heute schon überhaupt mit allen gesprochen habe. Die machen viel Sport alle. Also welches Monster gehst du denn? Wie? Eine Wespe? Oh nein, armer. Du sollst nicht was von Chinen oder so drauf schmieren. Ja, ja. Ja, schade, ich kann dir nichts geben. Jetzt reißen sich alle die Mund darüber, dass du gestern Fossilien ausgebuddelt hast. Gott, ach so. Hast du die Eugen schon gezeigt? Voll krass, was man hier alles so im Boden aus dem Boden ziehen kann. Ja. Oh, jetzt hat sie sich mal umgezogen. Mal eben so. Cool. Ja, dann werde ich noch per Post machen. Wir gehen jetzt doch schnell zum Museum, meine Freunde. Ach so, hier ist ja noch das. Warte mal, mal gucken, was ist das? Oh, ja. Wenn man die Arme. Ich habe nicht rausgefunden, dass ich die Reihenfolge, wie man die in den Rechts-Links-Tasten da anwählt, damit zu tun hat, wie die hier oben positioniert sind. Ja, wir gehen jetzt mal noch schnell zu Eugen und bringen die Dinger dahin. Er ist nicht zu Hause. Ja, ich habe jetzt Gott sei Dank ein paar Tage Urlaub. Da werde ich jetzt mal über Nacht spielen können. Vielleicht habe ich ja mal irgendwann Glück mit dieser verdammten scheiß Vogelspinne, weil die will ich noch unbedingt eigentlich haben, bevor der April zu Ende ist. Wir haben zwar schon als ein oder zwei Sachen verpasst, die mit März oder April, mit März enden, aber das meiste haben wir halt schon. Das ist schon ganz gut. Was darf ich für sie tun? Ich will etwas stiften. Fabelhaft, was gedacht, dir zur Verfügung zu stellen. Als erstes Mal. Ja, wie gesagt, den Saibling. Was? Wie gesagt, mit der Vogelspinneninsel hat nicht so geklappt. Und als ich dann wieder hierher kam, hat es dann wie aus Eimer gegossen, wie es jetzt immer noch regnet. Ganz klar, das ist ein Saibling. Ja, auch ein sehr leckerer Fisch übrigens, kann man gut essen. Ich habe auch viel spannend erzählt zu dem Saibling. Sehr gerne. Famos. Was ist, was ich nicht zweimal sage? Saibling ist hier zu den größten Fischen der Welt. Bitte was? Unter Fischen hat das etwas zu bedeuten. Diese territoriale Raubtiere und müssen daher ständig ihre Revier gegen Konkurrenten verteidigen. Ein großer Saibling wie dieser hier ist daher wahrscheinlich ein geschickter Veteran vieler Kämpfe. Das war's. Werde ich bei so gleich ausstellen. Ich noch irgendwas? Ja, ich habe noch ein Schild für dich. Fabelhaft.
Ich weiß gar nicht, was sind die eigentlich wert? Die Schnappschildkröten. Fünftausend tatsächlich. Ach so, die andere kommt erst später. Es gibt nämlich noch eine andere Schildkröte, die kommt erst ab August. Ja, hier, der Kilifisch, den gibt es noch im Teich. April bis August den ganzen Tag, also der könnte noch kommen. Und der dürfte eigentlich auch nicht so selten sein, weil der ist nur 300 Sterne, also kann der eigentlich nicht so selten sein. Und dann gibt es noch einen Randschuh, der kommt von 8 bis 16 Uhr. Aber der muss schon eher selten sein, der ist 4.500 wert. Naja. Barsch, na ja, gut. Flussbarsch. Naja, also gehen wir mal kurz die Stücke noch ab. Ups. Aber die ist wertvoll, 5000. Das ist doch ein Schnappschildkröte. Ich könnte Ihnen viel Interessantes erzählen zu dieser Schnappschildkröte. Sehr gerne. Famos. Das ist, was ich nicht zweimal sage. Die Schnappschildkröte ist bekannt für ihren krokodilartigen Körper und ihre langen Klauen. Noch bekannter ist sie dafür, mit einer für Schildkröte enorme Geschwindigkeit zubeißen können. Ja, das habe ich gehört. Das habe ich gehört. Doch am bekanntesten ist sie dafür, dass ich einmal eine quer über einen Parkplatz gejagt habe. Wie kann das sein? Du kannst fliegen, du bist ein Vogel. Das war's im Großen. Ja, das ist noch nicht alles, was ich heute gefangen habe an Fischen. Und ein Fossil haben wir auch noch gewesen. Ich gehe erstmal schnell zum Fossil. Wie gesagt, ist der Part abgehört, kann ich euch leider nichts. Darum konnte ich euch das nicht vorlesen oder. Ich hab das vorgelesen, aber nicht aufgenommen halt. Und zwar. Wo ist denn der? Mal hier. Der da. Der da. Der Dunkleo Dius. Ja, da hat er gesagt, dass der auch schon so lange vor den Sauriern, glaube ich, gelebt hat. Aber das ist ja ein ziemlich großer Teil. Dass es eine Art Panzerfisch war und dass von ihm nur der Kopf erhalten geblieben ist, also dass man nicht weiß, wie der Körper ausgesehen hat. Und ja, dass er sich halt irgendwelche Spekulationen hingegeben hat, die wenig wissenschaftlich waren. Und ja, und dann, als ich von der Insel wiedergekommen, da hat es wieder hier in Strömen gerieben, habe ich ein bisschen geangelt. Ich habe einen dritten Riemenfisch gefangen. Der steht unten am Strand noch. Jetzt habe ich drei Stück, die werde ich dem Lomioids oder wie der heißt, dem Biber geben, damit er mir da Modell von macht. Mal sehen, wie das sich anschaut. Deswegen mal gucken. Ja, hier ist noch leer. Wo mag die Schildkröte sein? Hier sind nicht. Bei den Goldfischen wird es auch nicht sein. Aber wieso eigentlich Goldfische im Teich sind, weiß ich auch nicht. Ja, obwohl, nee, stimmt nicht. Goldfische sind ja eigentlich doch, sind ja Süßwasserfische. Hier wird das ist der Saibling, ne? Asulax-Saibling, ja. Also so groß sieht der gar nicht aus. Wie groß mag denn der sein? So groß sind das Saiblinge eigentlich gar nicht. Na gut, vielleicht bestimmte Arten, ich weiß es nicht.
zu den größten, bei selbst Süßwasserfischen zählen eigentlich eher solche wie Welse oder so. Und zwar seht mal hier, ihr seht ihn schon. Ich habe einen Quastenflosser gefangen. Dieser Fisch gilt als lebendes Fossil. Da ist er. Er gilt als lebendes Fossil. Da hat Eugen auch gesagt, dass der schon für ausgestorben galt und man sehr erstaunt war. Aber den gab es, glaube ich, auch schon zur Zeit der Saurier oder so. Dass man erstaunt war, tatsächlich noch lebende Exemplare gefangen zu haben oder entdeckt zu haben. Und ja, ist in der Tat so. Und ja, und wie gesagt, die Schildkröte habe ich noch gefangen und den Saibling. Und wie gesagt, einen großen Thunfisch noch, der mir 7000 Sterne eingebracht hat. Und wie gesagt, den Geist haben wir auch gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wo die Schildkröte jetzt hingekommen ist. Ja, hier ist der Drift. Wie ihr seht, fehlt uns beim Drift noch einiges. Werden noch die Salzwasserfische sein. Da ist der Kaiserschnapper. Und wie gesagt, ich habe gestern noch versucht, den Quastenflosser zu machen, weil der gestern auch geregnet hat, auf so einer Meile, weil ja da angeblich die seltenen Fische öfter kommen sollen. Und ich hatte, als ich wiederkam, Fische dabei im Wert von über 50.000 Sternis. Und diese Kaiserschnapper und der gestreifte, das ist der Schnabelbarsch, der ist 5.000 wert. Da habe ich 3 Stück von. Und von diesen Kaiserschnappern hatte ich, weiß ich, 12 Stück oder so, glaube ich. Eine ganze Menge jedenfalls. Wo ist denn die Schildkröte? Ich will die Schildkröte sehen. Und wir hatten insgesamt über 50.000. Geh doch mal weg da. Warum ist die hier in dem Teich hier drin? Ach, da ist sie, da sieht man, da ist sie. Auf dem Stamm sitzt sie. Da ist die Schildkröte, ja. Krebs, der Krebs ist auch schon da. Wie gesagt, gibt es auch noch Krabben und sowas alles. Ja, und auch die Bewohner besuchen hin und wieder das Museum, scheinbar. Ich habe vorgestern die Silvia nicht gefunden und die war tatsächlich im Museum. Ja, meine Freunde, ich denke mal, ja, da so viel zu dem Part für heute. Sehe ich immer noch. Ja, leider ist die Zeit für den Stör vorbei. Und mir fehlt immer noch ein Fisch, den ich noch unbedingt eigentlich haben möchte. Den man nur am Steg fangen kann. Ja, hier ist der dritte, der andere steht hinterm Flughafen und der andere da oben weiter. Hier kommen sehr, sehr selten Fische beim Steg. Ich habe auch gestern wieder auf der Dingsinsel. Aber hier ist ein großer. Mal sehen, vielleicht ist das ja was. Was das für einer ist. Verdammter Seebarsch, ey. Und der hat auch nichts wert, der ist nur 400 wert. So ein kleiner. Der Seebarsch hatte ich auf der Insel auch sehr, 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 sehr viele. Aber die habe ich dann alle irgendwann rausgeschmissen für die Kaiserschnapper, weil die ja deutlich viel mehr wert sind.
Ja, wieder, als ich halt wiedergekommen bin, der erste Fisch, den ich gefangen habe, war mal ein Riemenfisch, der da. Der zweite war ein Thunfisch und der dritte gleich ein dicker Quastenflosser. Ah, verdammt! Und wieder ist die Scheißserie weg. Oh, das gibt's nicht. Bis 47 war ich schon. Eine 47er Serie hatte ich schon, dann ist das wieder. Ach, das ist hier die kleine Hüppie hier, die. Genau. Die Erdbeerschirm. Nett. Hier. Wir müssen ein erstes Gespräch führen. So von Braut zu Macker. Bitte was? Unsere Insel ist ja Töfte und so, aber ist sie auch knallhart und sicher. Gibt es nicht noch härtere Inseln im Universum? Niemals. Mich juckt sowas in der Fontanelle, das rauszufinden, bitte was? Ah, die will gehen? Tatsächlich? Ja, eigentlich will ich nicht, dass die geht. Oh, Gänsel, diese fiese Welpenblick. Dir würde ich echt so viel bedeuten, dass ich hier bleibe. Ich dachte, die Originalcharaktere könnten gar nicht gehen, aber anscheinend können sie doch. Ich bin ja für meinen impulsiven Charakter bekannt, aber du hast recht, ich sollte nichts überstürzen. Ja, alle 10 Tage verlässt mein Charakter die Insel. Yep, du hast mich überzeugt, ich bleib noch eine Weile erhalten. Flott, flott. Oh, Gott sei Dank. Oh. Ich wollte eigentlich nicht, dass die geht. Die bedeuten mir eigentlich viel. Ich bin ja auch schon mit ihr befreundet jetzt. Die mag ich eigentlich gar nicht, wenn ich ans Herz gewachsen. Ich meine, von den anderen gibt es sicher welche, wo ich sagen würde, okay, aber. Nicht unbedingt Sylvia. Ja, aber ich denke mal, ich werde den Part beenden. Ja, hier wandert hier auch umher. Hier habe ich einen Brief geschrieben, wollte dir was schenken, aber du hast... Ja, ihr seht, ich habe ein neues Inselbanner entworfen. Ja, ist vielleicht nicht besonders geil. Ich habe so C gemacht für Kubania mit einem kleinen Stern dazwischen. Fand ich ganz lustig. Ist der Ring jetzt nach oder nicht? Na egal. Ja, wie gesagt, meine Freunde... Vielen Dank wieder fürs Zusehen und wir haben wieder ein paar neue Fische gefangen. Und ja, wir hatten den seltensten überhaupt, den Quastenflosser. Und jo. Ja, hier fehlt uns noch der Stint. Der Kiwifisch, nicht das sind der Kiwifisch. Und hier fehlt uns auch ein bisschen was. Aber im Moment scheint auch nichts weiter zu sein, also. Und es war vielleicht doch nicht ganz so eine kluge Idee, hier Bambus herzupflanzen, weil er mich beim Angeln hier behindert. Naja, meine Freunde, vielen Dank fürs Zusehen und ja, das war's für heute. Morgen geht's weiter. Wie gesagt, morgen ist Sonntag, da wird wieder, wie hieß die, Jorna oder so, da sein Rüben verkaufen und kaufen, die machen einen guten Preis. Obwohl ich im Moment halt gar nicht so viel liquide, ne? Ja, muss ich mal gucken, dass ich noch ein bisschen Geld zusammen spare. Noch ein bisschen Geld zusammen kriege. Morgen früh und dann ist ja bis Mittag da, da habe ich ein bisschen Zeit, ein bisschen Geld zusammenzuschnorren. Zur Not kann ich ja meine ganzen Früchte ernten, ich habe ja sehr viel Früchte. Und dann hoffe ich mal, dass sie guten Preis macht. Wie gesagt, diese Woche hat mir einen Tag mit über 300, das hat sich schon gelohnt. Also wir haben die Brücke fertiggestellt. Ja, vielleicht werde ich nachher doch gleich das letzte Haus aufstellen.
damit wir dann endlich KK zur Insel kriegen. Also, vielen Dank und ja, bis zum nächsten Part. Oh, das ist schon wieder eine halbe Stunde.